Wir sprechen auch heute wieder über das Thema NSDAP und insbesondere über den Ernst-Hanf-Stengel. Wer kann mir denn die Bedeutung von Ernst-Hanf-Stengel während dieser Zeit sagen? Mila? Mila! Wie lautet die Antwort auf meine Frage? Ihre Frage, also die Antwort, Ernst Hanfstengel hat in der Geschichte eine große Bedeutung, weil er während seiner Lebenszeit ebenso in der NSDAP tätig war, wie auch mit den Alliierten zusammengearbeitet hat. Sehr gut, Henry. Und Mila, vielleicht solltest du im Unterricht mal besser aufpassen, wenn du auch so gute schriftliche Noten haben möchtest wie Henry. Insbesondere, nachdem wir nächste Woche ja den schriftlichen Test schreiben. Das gilt übrigens für alle. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge von Ballint Investigativ. Heute, in dieser Folge, geht es um Ernst Hanfstengel. Deswegen sind wir hier am Friedhof. Ernst Hanfstengel ist 1887 in München geboren und nach einem deutschen Abitur ist er in die USA gegangen, um auf der Harvard University ein paar Jahre zu studieren. Dort in New York war er erfolgreicher Kunsthändler, bis er dann nach München zog, um 1922 in die NSDAP einzutreten. Dort wurde er schnell zu einem engen Vertrauten Hitlers. Hanfstengels Engagement ging sogar so weit, dass er am sogenannten Hitlerputsch beteiligt war, der Versuch Hitlers 1923, die Macht in Deutschland zu übernehmen. Doch dieser Putschversuch scheiterte an der bayerischen Polizei am Odeonsplatz. Hitler floh daraufhin und versteckte sich in Hanfstengels Landhaus, bevor er von der Polizei gefasst wurde. Hanfstengels Aufzeichnungen zufolge soll seine Frau Hitler davon abgehalten haben, sich zu erschießen. Auch wenn der Bericht aus Hanfstengels eigenen Memoiren stammt und die hundertprozentige Glaubwürdigkeit der Geschichte zumindest anzuzweifeln ist, so bleibt dies doch eines der größeren What-Ifs der Weltgeschichte. In den Jahren danach hilft Ernst Hanfstengel beim Wiederaufbau der NSDAP und wird schließlich 1931 zum Auslandspressechef der Partei. In dieser Funktion organisiert er beispielsweise Interviews der Nazi-Größen mit ausländischen Medien, knüpft aber auch selber Kontakt ins Ausland. Auf diesem Bild ist er, links im Bild, mit dem britischen Premierminister Ramsay MacDonald zu sehen. Eine Anekdote aus seinem Leben ist, dass er zur Feier der sogenannten Machtergreifung der Nazis 1933 ein Hitler-Suite komponiert hat. Nicht umsonst heißt seine Biografie Hitlers Klavierspieler. Doch Hanfstengel wird mit der Zeit immer unbeliebter in der Partei, was wohl auch auf eine kritische Bemerkung seinerseits über das NS-Regime beruht. In einem Unrechtsstaat, wie es das Dritte Reich war, führte dies dann dazu, dass Hitler und Göring sogar versuchten, ihn zu liquidieren. Als dies misslang, floh der nun von den Nazis verfolgte Hanfstengel nach Großbritannien. Seine Flucht erregt international Aufsehen. Während des Krieges ist er lange Zeit in Kanada in einem Kriegsgefangenenlager interniert, wird also als Feind gesehen, bis er es schafft, die Gunst der Alliierten zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ach, dieses Grab ist echt interessant in Bezug zu Hanfstengel, weil dies ein Pfarrer dieser Gemeinde war und am Plötzensee von den Nazis ermordet wurde. Auf diesem Friedhof können nur Leute begraben sein, die entweder 30 Jahre hier in Bogenhausen gelebt haben oder etwas Besonderes der Staatsgemeinde geleistet haben. So, auf
Auf diesem Friedhof liegen einige berühmte Persönlichkeiten begraben, wie zum Beispiel der Erich Kästner, da entlang irgendwo, und der Wilhelm Holstein. Ja. Hier sieht man auch das Grab von Erich Kästner. Ganz voll. Und geschmückt. Und Moment mal. Sollte hier nicht der Hanfstängel liegen? Entschuldigung, wissen Sie, wo das Grab von Ernst Hanfstängel ist? Ja, der kann es nicht finden. Das ist aufgelöst worden. Also eigentlich müsste es so aussehen. Alles weg. Auf Anfrage bei der Stadt München wurde uns nur mitgeteilt, dass sich das Grab angeblich noch im System befinde. Auch die Gemeinde St. Georg konnte uns leider keine Auskunft geben. So bleibt es uns nur übrig zu spekulieren, ob Hanfstängels Grab aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit entfernt wurde oder das Grab verlegt wurde, da er trotz allem in der BRD rehabilitiert wurde und bis zu seinem Tod unbehelligt leben konnte. Ja, leider konnten wir dieses Mysterium heute nicht lösen, aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ballett Investigativ. Wenn keine Fragen mehr sind, dann können wir anfangen. Ihr habt Zeit bis zum Ende der Stunde. Umdrehen!